wieder von uns hören nach einer kleinen Pause. Torben hat euch ja ein bisschen erzählt, dass wir spontan unsere Route ein bisschen ändern mussten und umdrehen mussten. Das war echt einfach gar nicht mehr so witzig mit dem Wind und dem Camper und ja, irgendwie kam uns das fahrlässig vor. Mit dem Auto wäre es nochmal anders gewesen. Naja, nichtsdestotrotz hatte ich ja dann einen anderen Campingplatz noch rausgesucht, der nicht ganz so weit dann weg war, weil wir waren ja schon relativ lange unterwegs. Wir sind dann letztlich in Miller's Flat gelandet und ja, genau, das war okay, sage ich mal. Es wäre jetzt nicht so ein Campingplatz, den man sich jetzt wünschenswert rausgesucht hätte. Viele Dauercamperplätze, die machen da Quatsch hinten. Genau, also viele Dauercampingplätze. Es war allgemein überhaupt fast gar nichts los. Also ein paar mit ihren Motorbikes waren da und ein paar andere Camper, genau. Aber es war sehr verlassen. Und genau, aber für unsere Nacht und für die Zwecke, die wir es jetzt gebraucht haben, so quasi in der Not, war es völlig ausreichend. Es gab sogar einen kleinen Spielplatz und es war direkt am Fluss, das war eigentlich ganz nett. Genau, und am nächsten Morgen ging es dann direkt wieder weiter. Dann war die Fahrt ja zum Glück nicht mehr ganz so lang, weil wir ja schon ein ordentliches Stück wieder Richtung Norden geschafft hatten. Und waren jetzt in Wanaka. Auch ein kleines Städtchen direkt am See mit Blick auf die Berge. War schon ein bisschen besuchter, sage ich mal. Also schon eher ein beliebterer Ort, vor allem halt zwischen Queenstown und dann alles, was so Fox Glacier und sowas auf der Route liegt. Da ist dann der Stop in Wanaka. Da hatten wir jetzt einen Campingplatz auf einem Holiday Park und das war echt ganz gut. Also der hat zwei Spielplätze, einen kleineren und größeren. Die waren sogar so nett und wir durften dann quasi unseren Campingplatz aussuchen, weil wohl nicht so viel los war. Und der Große wollte natürlich in der Nähe von einem großen Spielplatz sein, war auch völlig in Ordnung. Genau. Und gestern, als wir dann angekommen waren, sind wir dann erstmal noch eine Runde spazieren gegangen, haben uns ein bisschen die Stadt angeguckt. Der Große hat dann geschlafen, die Kleine auch. Und genau, sind dann ein bisschen durch die Stadt geschlendert. Also ist auch sehr überschaubar. Ist ja nicht, ist ein kleines Städtchen. Sind dann noch auch am Wasser lang und dann gibt es da diesen Wanaka Tree. Ich hatte irgendwas, stand da auf dem Schild, es hat so und so lange gedauert, bis der so groß gewachsen ist und der ist ja wirklich winzig, der Baum. Genau, direkt im Wasser. Haben wir dann ein paar Fotos gemacht und dann genau, sind wir auch wieder zurück, waren dann nochmal auf einem kleinen Spielplatz und genau, da sind wir essen gegangen, waren lecker Burger essen im Red Star. War richtig, richtig gut und sehr große Burger, also können wir gut empfehlen, war wirklich lecker. Waren aber allerdings schon von den Burgern total satt, haben dann die Pommes gar nicht mehr geschafft. Genau, war aber gut und dann ging es wieder direkt zurück zum Campingplatz. Da waren dann natürlich auch ein paar andere Kinder noch für den Großen zum Spielen auf dem Spielplatz und genau, dann haben wir noch alle uns eine Dusche gegönnt. Da gibt es eine Familiendusche quasi. Also es ist eigentlich eine Behindertentoilette-Dusche, aber auch deklariert als Familiendusche, weil halt einfach genug Platz drin ist. Ist auch so ein kleiner Laufstall, also so ein Reisebettchen drin gewesen. Ist eigentlich dann auch ganz cool, um die Kleine da mal kurz abzulegen, anstatt sie auf den Boden zu legen. Genau, das war ganz cool und praktisch. Und genau, das war es dann auch eigentlich für den Tag gestern. Wir haben dann noch ein bisschen abends ein paar andere Campingplätze schon mal rausgebucht und ein bisschen die Route noch weiter geplant. Ist ja auch nicht so ganz unrelevant, sag ich mal so. Genau, und dann ging das jetzt heute auch direkt wieder weiter. Torben hat gerade das Auto einmal vollgetankt. Wir haben einmal Altwasser rausgemacht, Neuwasser nochmal reingemacht, dass wir für die nächsten Tage gut ausgestattet sind. Und ja, bestes Wetter aktuell. Strahlenblauer Himmel und Sonnenschein, aber es ist echt ganz schön kalt. Ich weiß gar nicht, Torben, wie viel Grad kannst du es irgendwo sehen? 15, glaube ich, ne? Eben waren es noch 20, hier sind schon wieder 15 und die Region, wo wir jetzt hinfahren, ist eher Richtung kälter.
Also das heißt, warm einpacken. Vielleicht nutzen wir sogar später mal die Heizung vom Camper. Wir lassen uns mal überraschen. Aber ja, jetzt kommen auf jeden Fall mal unsere dicken Klamotten zum Einsatz. Die wenigen, die wir eingepackt haben. Ja, genau. Wir nehmen euch auf jeden Fall weiter mit. Bestimmt auch Einblicke jetzt noch von der Route. Wir sind schon ganz gespannt. Es gibt unglaublich viele Lookouts und Stops, wo wir eigentlich anhalten wollen, weil das so cooler aussieht mit Wasserfällen und Co. Genau, wir nehmen euch auf jeden Fall mit und bis später. Moin! So, wir sind jetzt hier angekommen in Haast. Wir sind jetzt quasi an der Westküste von Neuseeland. Wir hatten jetzt nur irgendwie fast 2 Stunden Fahrt von Wanaka bis hierher. Und zwar 2 Stunden, weil wir einfach noch zwischendurch ein paar Zwischenstops gemacht hatten an Wasserfällen oder Lookouts.
Und hier ist es eigentlich noch relativ warm. Wir hatten ja schon angekündigt, dass wir noch in kältere Regionen fahren. Ich muss mal hier kurz was kontrollieren. Aber ja, warte mal, noch nicht rutschen. Da muss ich mal einer mit unten hinstellen. So, okay, geht los. Ja, ich warte jetzt. genau, hier sind es allerdings 20 Grad. Hier ist also alles super von der Temperatur her. Das wird sich wahrscheinlich ab morgen ändern. Wir haben ja hier nur eine Nacht Zwischenstopp. Und ab morgen geht es dann nämlich in die Richtung, da wo die Wolken sind. Ja, nicht da zum Wasser. Und genau, und zwar zum Fox Glacier, zum Franz Josef hin. Sieht man jetzt natürlich nicht. Das ist noch eine entsprechend lange Fahrt. Da haben wir vor, 2 Nächte zu bleiben. Dort soll es auch kälter sein. Und wir haben uns mal gedacht, da die ganze Fahrt einfach zu viel ist, erfahrungsgemäß jetzt mit Kindern, lohnt es sich einfach, dann halt mehr Zwischenstopps zu machen, damit die Kinder glücklich sind, man nicht so lange im Camper verweilen muss. Es gibt natürlich viele Spiele und sonst was, was man zwischendurch spielen kann, was wir ja auch machen oder Vivi halt macht. Allerdings ist dann auch irgendwann vorbei mit Fahrerei. Und so haben wir uns jetzt dafür entschieden, einfach halt verschiedene Zwischenstopps rauszusuchen, wo man noch für eine Nacht bleibt. Jetzt haben wir uns halt hier hingestellt. Hier ist auch nicht so viel los. Das ist unser Camper. Und genau, bleiben hier halt nur für eine Nacht. Vollgetankt haben wir ja auch noch. Wir sind also erstmal gut versorgt. Und jetzt ist es, glaube ich, irgendwas bei 14 Uhr. Das heißt, wir schauen einfach mal, wie wir jetzt hier so den Tag verbringen. Und genau, melden uns dann wahrscheinlich morgen wieder, wenn es weitergeht. Bisher sieht das Wetter hier eigentlich ganz gut aus. Die Wolken hängen halt über den Bergen. Mal schauen, was der Wetterbericht noch hergibt. Für die nächsten Tage soll das Richtung Fox Glacier eigentlich auch nicht durchgehend regnen, zumindest. Mal ein paar Regenschauer geben, aber nichts so Dramatisches, wie wir das jetzt Richtung Süden Neuseelands hatten. Und demnach gehen wir jetzt hier einfach mal noch ein bisschen spielen. Hier gibt es einen großen Spielplatz und toben uns ein bisschen aus. Bis später!
Moin. So, wir sind bei unserem nächsten Ziel angekommen, Franz Josef Weinau. Es sind hier nur 135 Höhenmeter, glaube ich. Also wir sind jetzt hier nicht oben weit in den Bergen. Allerdings haben wir dort quasi den Franz Josef Gletscher versteckt und den Fox Glacier auch dahinter versteckt. Kann man jetzt nicht so gut sehen. Man sieht hier in der Lücke dadurch, da geht das Gebirge weiter. Und es ist halt alles voller Wolken. Meistens ist es halt in den Bergen dort oben Wolkenverhang, wie man auch dort sieht. Ansonsten, wenn man halt das Gebirge hier verlässt, wird das halt eher blauer Himmel. Genau. Wir hatten irgendwas bei 2 Stunden Anfahrt und sind heute Morgen auch etwas eher losgekommen in Haast, als wir sonst von den Campingplätzen los sind. Das war also ganz praktisch. Und dabei haben wir uns gedacht, wir nutzen die Chance einfach für eine etwas frühere Abfahrt, um dort dann hier auch rechtzeitig anzukommen. Denn wir hatten für unseren Aufenthalt hier keinen Campingplatz vorweg gebucht. Wir hatten über einen Campingplatz gelesen, den Orange Sheep Campground. Zeige ich euch später auch nochmal. Ist die Kamera leider von ausgegangen, sonst hätte ich da nämlich schon die Aufnahme gemacht. Da konnte man keine Reservierung machen, aber es klang ansonsten ganz gut, war etwas günstiger als die anderen Campingplätze. Und daher wollten wir dann ja auch entsprechend rechtzeitig hier sein. Das hat auch soweit alles geklappt. Wir hatten noch ein paar Zwischenstopps auf dem Weg hierher. Es gibt dann noch mal einen kleinen Wanderweg. Da ist man 15 Minuten nur zu Fuß unterwegs. Da kann man noch ganz nah ranfahren an den Parkplatz zum Fox Glacier. Zum Franz Josef Glacier. Und da fahren wir dann noch mal zurück, wenn wir dann hier quasi uns wieder verabschieden. Wir bleiben hier 2 Nächte. Wir haben auch direkt zum Campingplatz gefunden. Zwischendurch gab es abwechselndes Wetter. Habt ihr ja vielleicht auf den Aufnahmen gesehen. Wir haben euch die kurvenreiche Fahrt ja präsentiert und sind am Campingplatz auch gut angekommen. Da gab es erst ein Self-Check-In. Das heißt, man musste so ein Dokument ausfüllen, wie lange man bleiben will, wie viele Personen und ob jetzt Powerzeit, Non-Powered oder halt anderes. Und das alles in den Umschlag reintun und dann kann man sich auf so einen Platz stellen. Und wenn man halt mit Karte zahlen will, dann muss man oder kann man halt zu einem benachbarten Hotel hin und dann dort zahlen. Und da das dann doch teurere Preise waren, als wir online gelesen hatten, wollten wir gerne das Ganze mit Karte zahlen, anstatt das restliche Bargeld dafür auszugeben. Und so hatten wir uns dann dazu entschieden, einfach mal bei dem benachbarten Hotel hinzugehen und zu zahlen. Leider war auch entgegen der Infos online die Kinder doch nicht kostenfrei. Wir mussten alle Personen als Personen ab 0 Jahren tatsächlich, bis Alter 150 stand da dran. Das heißt, wir hätten sowohl für die Kinder als auch für uns den vollen Preis zahlen müssen, wobei es dort Staffelpreise gab. Also ich glaube, eine Person zahlt pro Nacht $25 und 2 Personen zahlen dann schon 35 und 3 Personen zahlen irgendwie 47 und ich weiß es nicht, irgendwie so in der Staffel halt. Und das heißt, wir hätten halt für 4 Personen zahlen müssen. Dann bin ich mit dem Großen dorthin gegangen zu dem Hotel und wollte auch bezahlen. Das ging ja nicht, weil ich hatte nur mein Handy dabei zum Bezahlen und die hatte nichts Kontaktloses zum Bezahlen, sondern nur wirklich mit Karte an sich. Also musste ich wieder zurückdackeln. Und das war allerdings der glückliche Zufall, denn inzwischen war da jemand vor Ort bei dem Campground und hatte das Büro damit aufgemacht und somit war auch die Möglichkeit, dort vor Ort zu bezahlen. Und als wir das dann mit ihm durchgesprochen haben, wie viele Leute wir sind und wie lange wir bleiben wollen, hat er uns dann nur angeguckt und meinte, naja, ich bezahle mal oder packe euch mal für 3 Leute rauf. Ne? Das heißt, wir mussten jetzt für die Kleinen nichts zahlen. Die hat er quasi unterschlagen, aber von sich aus ja. Und damit sind wir natürlich im Staffelpreis etwas günstiger und damit auch sehr günstig weggekommen für die Nacht im Vergleich zu den anderen Campgrounds hier. Dort konnte ich dann auch mit Karte zahlen. Und wir sind dann anschließend hier noch erst ein bisschen spazieren gegangen für den Mittagsschlaf für beide Kinder. Und dann hier noch auf dem Spielplatz gewesen. Hier gibt es einen etwas größeren Spielplatz. Und nach dem Spielplatz waren wir dann auch noch einkaufen, haben dann noch den Einkauf zurückgebracht. Und anschließend waren wir jetzt eben gerade essen. Sehr lecker übrigens. The Landing hieß das Restaurant. Und ich kann den Nacho-Berg dort nur empfehlen. Leckere Nacho-Auflauf
Nacho-Hackauflauf mit Sour Cream und Jalapenos, sehr, sehr lecker. Aber auch der Burger und die Pommes und alles, auch wenn die Preise erst ein bisschen teurer wirken, dafür sind die Portionen auch gleich doppelt so groß. Denn daher einfach auf jeden Fall trotzdem zu empfehlen. Wir geben dem Großen jetzt hier gerade noch ein bisschen Zeit, sich auszutoben und ein bisschen zu spielen, bevor wir dann gleich hier zurückschlendern. Das sind irgendwie nur 10, 15 Gehminuten, dann ist man hier einmal durch die Stadt durch. Und genau, wir haben schon mal Wetterbericht gecheckt für die nächsten Tage. Morgen soll man so zwischen 10 und 12 Uhr hier und dort auf jeden Fall bessere Sicht haben. Die Wolkendichte ist deutlich geringer. Und an dem Tag, wo wir abfahren, soll das morgens 9 oder 10 Uhr sogar auch noch besser sein. Das heißt, wir sind gespannt. Wolkendichte nur 10%. Heute liegt sie bei 90-100%. Genau. Ansonsten haben wir nichts Großes geplant. Hier gibt es noch so ein kleines Kiwi-Museum. Da kann man sich zwei seltene Kiwi-Arten anschauen. Also den Kiwi-Vogel, nicht die Pflanze. Und hatten halt überlegt, das zu machen. Allerdings sind dort nur zwei Kiwis quasi vorhanden, die man sich angucken kann. Und dafür ist der Preis dann letztendlich doch ganz schön teuer. Genau, von daher lassen wir jetzt gleich den Tag ausklingen, gehen dann nochmal zum Campground zurück. Vielleicht zeige ich euch das heute Abend noch oder ansonsten morgen. Bis dahin.